Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen der Wirtschaftskammer Österreich zum 23. E-Day. Der E-Day ist die größte Digitalisierungsveranstaltung der Wirtschaftskammer. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Auch heuer wird der E-Day wieder online stattfinden, wie schon im vergangenen Jahr. Wir werden aus vier verschiedenen Sälen vier Streams anbieten. Es ist sozusagen eine ganztägige Live-Sendung mit über 20 Stunden Programm zu allen interessanten Themen. Egal, ob Sie Unternehmerinnen, Unternehmer sind, vielleicht Schülerin, Student, in Gründung oder einfach nur ein interessierter Zuhörer oder Zuhörerin. Sie sind uns alle heute sehr herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Gröbel. Ich werde Sie hier im Saal 1 durch den Vormittag und dann durch das Programm am Nachmittag geleiten. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und bevor ich Ihnen weiteres über die Veranstaltung und ein paar organisatorische Hinweise gebe, darf ich zunächst mal an unseren Hausherrn, an den Präsidenten, an Harald Mahrer übergeben. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich begrüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Stream zum 23. E-Day, eine Veranstaltung, die in der Zwischenzeit gute Tradition geworden ist. Wir haben uns auch heuer Corona-bedingt entschieden, diese Veranstaltung digital abzuhalten. Was passt besser, als wenn es um Digitalisierung geht, auch zu zeigen, dass man über unterschiedliche Themen sich auch digital austauschen kann, wird ja auch sozusagen interaktive Komponenten geben. Und ich habe diese Veranstaltung nun schon einige Male eröffnen dürfen, auch einige Male am Beginn der Veranstaltungsreihe teilnehmen dürfen, zum Teil auch als Diskussionsteilnehmer, zum Teil als Spezialist. Das Thema Digitalisierung begleitet mich tatsächlich schon sehr, sehr lange, persönlich seit dem Beginn der 90er Jahre. Durfte in dem Bereich mich auch studientechnisch und dann mit Forschungsarbeiten beschäftigen und am Ende der 90er Jahre viele der ersten großen Digitalisierungsprojekte in Österreich auch in unterschiedlicher Form mitbegleiten. Die Digitalisierung ist jetzt so richtig überall angekommen, meine Damen und Herren, und zwar in allen Wirtschafts- und allen Gesellschaftsbereichen. Die Corona-Pandemie hat das noch beschleunigt und viele Expertinnen und Experten sagen noch immer, das, was wir heute sehen, ist eine Art Gruß aus der Küche. Nur wenn das aus der Gruß aus der Küche ist, was kommt da noch alles auf uns zu? Manches werden Sie so richtig zu spüren bekommen, wenn Sie sich eben intensiv mit den spannenden Fragestellen auseinandersetzen, die heute präsentiert werden und auch mit dem einen oder anderen Lösungsansatz. Für die Zukunft, für Sie privat, aber natürlich ganz besonders, und darum machen wir das als Wirtschaftskammer Österreich auch, wenn es um Ihr Geschäft geht, in den unterschiedlichsten Branchen. Manche Branchen stecken ja schon ganz, ganz tief drin in der Digitalisierung. Und für andere hat die Corona-Pandemie jetzt so gezeigt, dass was man für nicht möglich gehalten hätte, dass sie sich schnell damit auseinandersetzen müssen, dass das jetzt eigentlich auch möglich ist und spannende Entwicklungsmöglichkeiten, spannende Chancen bietet. Große Veränderungen bergen natürlich auch Risiken, über die man auch diskutieren muss. Und möglicherweise, wenn so große Transformationen in Gang sind, dann kommt es auch manchmal zu Regulierungsveränderungen, die vielleicht nicht immer besonders günstig sind. Ich habe mich jetzt gerade am Beginn der Veranstaltung mit Ihrem heutigen Keynote-Speaker unterhalten, dem Professor Viktor Meyer-Schönberger, über das Thema Datenschutz und Privacy. Und nehmen Sie ein sehr konkretes Beispiel in Österreich. Die österreichische Gesundheitskasse, unsere Sozialversicherungen verfügen über exzellente Patientinnen und Patientendaten. Sie kennen natürlich die Daten über Ihre Krankheitsverläufe, die Medikationen. Es ist alles gut gesichert. Aber man könnte diese Daten natürlich in der Pandemie auch verwenden, um gezielt Menschen, die Risikogruppen darstellen, genauer und früher und besser darauf hinzuweisen, dass es eine gute Idee wäre, sich impfen zu lassen und damit diese Menschen vor schweren Krankheitsverläufen schützen und diese Menschen davor schützen, dass sie Intensivbetten in Anspruch nehmen müssen und damit die Intensivbettenkapazität flexibel und im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen luftiger lassen und das würde uns vor Lockdown bewahren. Also Sie sehen, auch wenn es nicht ganz um den klassischen geschäftlichen Bereich geht, ist das Nutzen von Daten und vor allem das vermehrte Nutzen auch von großen Datenmengen, wenn man smart macht und vielleicht nicht überall das Kind mit dem Bade ausschüttet, wenn es um Datenschutz geht, auch etwas, was zu unser aller Nutzen beiträgt. Sie werden einen sehr spannenden Keynote-Vortrag hören, wünsche Ihnen dafür viel Spaß und wir haben in den letzten Jahren gezeigt mit vielen Expertinnen und Experten, dass wir frühzeitig immer interessante Themen im Rahmen des E-Days berührt haben, egal ob das Themen der Blockchain waren, ob das Themen der digitalen Kundenansprache geht. Der Rahmen ist ein breiter und so haben wir auch heuer wieder ein buntes Potpourri für Sie zusammengestellt. Lassen Sie sich überraschen, kippen Sie im wahrsten Sinne des Wortes hinein, lassen Sie sich begeistern und egal, wie gesagt, ob es für Sie privat wichtig ist oder ob es für Sie geschäftlich wichtig ist, kurzfristig oder langfristig, die Digitalisierung wird uns alle noch viel, viel mehr
begleiten, als wir vielleicht heute denken. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen spannenden IDE. Bedanke mich beim Team für die Organisation. Es hat wieder perfekt funktioniert und wünsche Ihnen allen auch gesundheitlich in Zeiten der Pandemie alles Gute und drücken wir uns gemeinschaftlich die Daumen, dass wir die Branchen, die leider geschlossen halten müssen, nächste Woche gemeinsam aufbekommen. Vielen Dank. Danke sehr, Grübel. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich bin mir sicher, wenn wir in einigen Jahren zurückblicken auf diese schwierige Phase, dann wird sich bestätigen, was Experten ohne dies schon seit Beginn der Pandemie sagen, das war der Digitalisierungstreiber schlechthin in dieser Ära. Ein letztes Wort zur Corona-Pandemie, weil der Ordnung halber dazu gesagt gehört. Wir haben den IDE in der Wirtschaftskammer in Wien als 2G-Plus-Veranstaltung ausgerufen. Das heißt, alle Personen, die Sie hier auf der Bühne, mich eingeschlossen, sehen, sind geimpft, genesen, also entweder geimpft, genesen und haben einen aktuell gültigen PCR-Test abgeliefert. Also keine Sorge, da wird größte Sorgfalt walten gelassen. Ja, der Herr Präsident hat es ja schon angekündigt. Buntes Potpourri, hat er gesagt. Wir haben insgesamt über 20 Stunden Programm für Sie, 30 Impuls- und Fachvorträge in 4 Streams für Sie, die parallel laufen. Den genauen Zeitplan finden Sie auf www.iday.at. Und wie auch schon erwähnt, der IDE ist, das ist gute Tradition, interaktiv. Das heißt nicht nur, dass Sie sich persönlich durch Ihre einzelnen Streams, die dann ab 12.15 Uhr am Nachmittag in verschiedenen Sälen losgehen, durchklicken können, sondern Sie können auch in Interaktion treten. Sie können Fragen stellen an Ihre Vortragenden. Sie können auch an Umfragen teilnehmen. Was müssen Sie dazu tun, wenn Sie jetzt kurzfristig hineingekippt sind, www.iday.at. Es ist relativ selbsterklärend. Sie werden sehen, Sie können sich oben durch die einzelnen Streams durchklicken. Sie haben auf der rechten Seite dann Reiter, wo Sie beispielsweise an den Umfragen teilnehmen können oder Fragen stellen können. Sie müssen oder Sie sollten dazu, wenn Sie das nutzen möchten, aber registrierter User sein. Sie können auch als nicht registrierter User zusehen. Das freut uns genauso. Aber wenn Sie interagieren wollen, bitte einfach anmelden. Klar ersichtlich mit Ihrer Name, mit Ihrem Namen, mit Ihrer E-Mail-Adresse und mit einer Organisation oder einem Unternehmen, für das Sie tätig sind. Sie bekommen dann gleich im Gegenzug einen Link zugeschickt per E-Mail, den bestätigen Sie und dann sind Sie schon registrierter User und können hier auch Fragen stellen. Das hat der Günther Freinberger schon gemacht. Der war schon der Erste, der uns gefragt hat, wie sieht es denn aus? Wir bekommen die Fragen hier im Saal immer eingespielt, wo man welchen Stream sieht. Das ist, wie gesagt, in Ihrem E-Day-User-Cockpit und Sie können sich dort durch die Säle durchklicken und haben dann dort zum jeweiligen Saal auch den entsprechenden Zeitplan, die entsprechende Agenda. Ja, die Themen, die Harald Mara ja schon aufgerissen hat, natürlich drehen sich um das Thema Geschäfte machen im Internet, E-Commerce. Wir haben das Thema Cybersecurity, wir haben digitale Plattformen, wir haben den Auftritt von Unternehmen in sozialen Netzwerken, wir haben Technologien, die unser Wirtschaften dauerhaft verändern seit einigen Jahren, wie beispielsweise die Blockchain. Es geht natürlich auch um Aus- und Weiterbildungsthemen und vieles, vieles mehr, das nicht nur die Pandemie, sondern generell die Digitalisierung in den letzten Jahren auf Österreichs Unternehmen zukommen hat lassen. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, 4 Streams, mich interessiert das alles, kein Problem. Sie müssen sich jetzt nicht 4 Geräte aufstellen und parallel schauen, Sie können das auch on demand machen. Da das eine riesengroße Datenmenge ist, wird das ab ungefähr kommender oder sicher ab kommender Woche zur Verfügung stehen. Also das heißt, wenn Sie jetzt in Ihrem Lieblingsstream sind und sagen, ich hätte aber gerne den anderen Stream auch noch gesehen, bisschen Geduld, unsere Kollegen arbeiten wie die fleißigen Bienen, ab kommender Woche steht Ihnen all das zur Verfügung. Und